Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in diesem Bunker angelangt, ne? Also nicht Bunker, aber in dieser Mine angelangt hier. Und ja, wir haben uns ja schon so ein bisschen durchgekämpft und haben uns durch den Tunnel und die Gorge durchgekämpft und sind jetzt hier in einer Sammelstelle angekommen. Allerdings ist draußen das Tor zu. Und um das aufzubekommen, gibt es hier vorne ein kleines Rätsel. Das ist doch sehr interessant, ne? Hier steht Gate 1 und Gate 2. Draußen, und untersuch das einfach mal. Hier steht Tor 1 und Tor 2. Das automatische Schloss. Tor 1 und Tor 2. Elektro Circuit Controller. Okay. Ja, wir müssen den Strom quasi auf das Gate 1 leiten und dann steht Hauptstromschalter. Dann würde ich sagen, senkt doch einfach mal den Schalter. Ah ja, Leute. Das ist doch interessant. Schaut mal. G2 ist jetzt zwar mit Strom verbunden, allerdings G1 nicht. G1 ist genau das, was wir brauchen, Leute. Deshalb seht ihr ja hier, ne? Dieser Strom, der kommt genau aus dem Ding raus, wo dieser Stecker da drin ist. Und das müssen wir jetzt miteinander verbinden. Dann mach das mal wieder aus hier. Weil ganz oben, der läuft schon nach Tor 2. Okay, dann würde ich sagen, was haben wir denn hier, Leute? Ein Stecker. Genau. Das ist einfach mal so ein Stecker. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ich glaube, es war das zweite, oder? Hier kann man das ja verfolgen, hier so ein bisschen, ne? Hier an dieser gelben Linie, jetzt hier hoch, hier nach links, hier nach rechts. Und das ist es schon. Das geht nämlich zu Gate 1. Die anderen, die verlaufen sich nämlich hier. Schaut mal, wenn wir das machen würden, rechts, links, hier durch, das geht hier in den Ground. Also es ist das zweite, Leute. Gut, dann würde ich sagen, Bauteil für die Schalttafel. Würde ich sagen, pack den einfach mal da rein. Und dann sollte sich jetzt der Schaltweg geändert haben. Dann probieren wir das nochmal. Hauptstromschalter senken. So. Und komm schon, komm schon, komm schon. Habe ich mich ja auch nicht geirrt? Nein, habe ich nicht. So, Leute, ein Motorengeräusch. Es kam von draußen. Genau, das war's schon. Es leuchtet jetzt auch so schön grün. Und ja. Gut, dann ist die Tür draußen offen, Leute. Da bin ich mal gespannt, was da drinne ist. Allerdings weiß ich schon, was da drin ist. Deshalb muss ich noch mal kurz mein Inventar überprüfen. So, was haben wir denn hier alles? Geladen, geladen. Medizin 2. MP-Wasser. Ja. Wir sind perfekt vorbereitet, Leute. Dann schauen wir mal, was hier in diesem mysteriösen Raum drin ist. So. Auf jeden Fall eine Cutscene. Madigan? Der Keil ist weg, ne? Keine Antwort. Habe ich mich verirrt? Madigan, sind Sie's? Maddie. Ich glaube nicht, dass das Keil ist, Leute. Nein, nein, nein. Nein, es ist nicht Keil. Ah ja. Es ist ein neuer Bosskampf. Es ist nämlich dieser Riesenhund, den wir da in der Cutscene gesehen haben. Und das wird ein krasser Kampf, Leute. Ah! Oh, ach du Scheiße! Da ist er! Oh, das ist dieses Mega-Pferd. ja, Leute, weißt du was? Mach mal Energy-Shot direkt. Und lauf! Ach Mann, Leute. Genau, wir können. Der ist nämlich so schnell, dieser Gegner. Wir können hier aber einfach auf die Fässer schießen, damit das viel mehr Schaden kriegt. Aber ich glaube. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Ah! Schieß auf das Fass! Los, auf das Fass! Verdammt. Scheiße. Ja, wie ihr seht, der ist zu schnell. Die Granaten würden dich treffen.
Ja, oder doch? Oder doch? Ja, doch, okay. Was? Achso, ich dachte schon. Nee, du bist zu schnell weg. Nee, nee. Und der kann richtig nerven, wenn man keine Granaten hat, Leute. Was? Ernsthaft? Das glaube ich jetzt nicht. Nee, die Leute, das Spiel will uns verarschen, oder? Das glaube ich nicht. Das gehört Kyle. Oh, seine Knarre. Okay. Und noch ein Jumper, noch ein Stecker, okay, für das andere Ding, für das Ding da drauf. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, du bist hässlich, Junge. Oh, jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab hier mit dem. Die Mucke ist richtig geil jetzt. So, dann mach schnell die Zauber. Und lauf! Ah, verdammt. Ach, Mann, der hat dich wieder gepackt hier, Eier. So, gut. Schieß auf der Fass. Ja, schaut mal an. 700 Damage hier mit, wegen dem Fass. Oh, so, Leute. Jetzt reden wir mal weiter hier. Und, kommst du angesprungen? Der kommt angesprungen und schießt da drauf! Ach, verdammt. Egal. Wir haben einen Fass, haben wir noch. Ach du, da ist er. Los. Ah, egal. Weißt du was? Schießt da drauf, wenn der hier hinkommt. Einfach abwarten, weil der ist zu schnell, Leute. Der kann... Da... Nein! Mensch, schießt da drauf da. Los. Schießt da drauf. Und... Oh, sehr gut. 400 Schaden nochmal drauf. Zack. Und nochmal. 1400 Schaden hat er jetzt schon bekommen. Meine Güte, das hat echt nicht gereicht. Krass. Okay. Bah. Geh bloß weg hier, ey. Du bist ekelig, Junge. Okay, er kommt. Immer wenn der Öl macht, kommt er von oben. Boah, 1700 Schaden. Ah, schieß. 2000 Schaden. Boah, ey, wie viel der aushält. Wie viele Granaten brauche ich für den? Okay, haben wir's? Boah, wir haben den. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr geil. Boah, wir haben den Bosskampf echt geschafft. Direkt beim ersten Mal. Sehr schön. Puh. Geil. Er war zwar ein Arsch. Aber jetzt? Aber jetzt? Ja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Kyle ist. Ah ja. Warum sollte ich mich so riesig verwandeln? Boah, schaut mal. 500 XP, 300 BP. Ich habe keinen Platz mehr. Die Granaten nehme ich auf jeden Fall mit. Was machen wir denn damit? Nutzen? Ja, okay, sehr gut. Unser Inventar ist nämlich wieder voll. Wisst ihr was? Ich glaube... Verschieben. So, lass die Muni da liegen. So, boah, das war ein heftiges Vieh. Bei dem muss man sich echt drauf vorbereiten, weil wenn ich das jetzt nicht wüsste, dass der da kommt, ne? Ja, dass der da kommt, dann hätte ich echt die Arschkarte gezogen, weil ohne Granaten ist der Gegner echt heftig. So, das ist ein Fass, ne? Es brennt lichterloh, ja. Was haben wir hier? Da ist nichts. Was haben wir hier in der Mitte noch? Eine alte Siebmaschine. Der Stollen führt nach oben. Die Monster sind also von oben. Nichts von Interesse. Ja, okay, ja, ja. Hier ist es nämlich auch verdammt dunkel drin, ne? Und ich weiß nicht, also ich habe das aber dunkler in Erinnerung irgendwie. Irgendwie hat das Spiel das ein bisschen heller gemacht, kann das sein? Jedenfalls ist das sehr interessant, was hier abgeht. So, Leute, nichts von Interesse. Da vorne gibt's aber was, was von Interesse ist. Ah ja. Und zwar... gibt's hier noch irgendwas? Nein. Schaut mal das Ding da. Da. Das sieht doch verdächtig aus, oder? Aus der Spalte dringt Licht. Das sieht doch echt verdächtig aus, Leute. Was haben wir denn hier? Ein Motorrad? Hier? Ziemlich groß. Über 1600 Kubikzentimeter.
Rechts ist ein Halfter mit einem Emblem. Diese schwertartige Form kenne ich doch. Hey, der Typ auf dem Tower. Sein Schwert hat dieselbe Form. Kein Zweifel. Ob hier nicht irgendwo neben dem Zündschloss ist ein Schalter. Eine Fernsteuerung? Da steht Tor 2. Mach einfach mal. Es rührt sich nichts. Jetzt ist da aber so Strom, Leute. Aha, also das Schwert von dem Typen auf dem Tower. Nummer 9, also. Schalter Tor 2 drücken. Nummer 9, also. Aha. Zerspalte Trinklicht. Check das mal da. Speicher lieber nochmal. Ein Kabel zerschnitten. Muss wohl das Monster vorhin getan haben. Wie mit einem Messer sauber durchgeschnitten. Die anderen Kabel sind okay. Ein Kabel ist durchtrennt und sprüht Funken. Aha, also wenn man 1 und 1 zusammenzählt, ist es Nummer 9. Er hat das da durchgeschnitten, weil er nicht will, dass wir hier reinkommen. So sieht's aus. Gut, Leute. Gut, wir sind auf den Spuren von Nummer 9. Allerdings haben wir ja in den Key-Items nochmal hier so einen Jumper bekommen. Das ist nämlich nochmal für dieses Rätsel da vorne. Ne? Das ist nochmal für dieses Rätsel, was wir da vorne hatten, weil wir müssen ja Tor 2 aufkriegen, was ja das da vorne ist. Gut, dann würde ich mal sagen, geh nochmal dahin, Aya. So. Ein Geräusch. Fledermäuse, Leute. Habe ich dafür die richtige Waffe? Habe ich. Sehr gut. Gut, dann lass mal die Fledermäuse kommen. Los. Und zack. Oh, so viele auf einmal getroffen. Oh, sehr schön. So, Leute. Ja. Wow. Wir haben so viel XP, ne? Da müsste ich eigentlich auch nochmal kurz gucken. Einen Moment. Damit kann ich jetzt definitiv endlich den Plasma auf Level 2 bringen, Leute. Sehr, sehr gut. Wir haben alles auf Level 2. Hesse Welle nietet Gegner um. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sind wir bestens vorbereitet jetzt hier für die nächsten Sachen. So, dann würde ich sagen, geh nochmal kurz hier rein. Und, ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend, Leute. Telefon? Verstanden. Rufen Sie an, wenn Sie mehr Infos haben. Gibt es da jetzt einen Speicherstand? Gibt es sogar. Zuflucht 1. Da kann man sogar sehen, wie viele Stunden wir schon hier spielen. Mach das nochmal auf, bitte. Zeig nochmal bitte den Speicherstand. Wir spielen schon... Ernsthaft? 3 Stunden? Das kann jetzt irgendwie nicht sein. Ach so, nee, weil ich damals neu spielen musste, rechnet da mal 2 Stunden drauf. Oder mindestens 2 Stunden. Ja, eher sogar 3. Rechnet da mal 3 Stunden drauf. Also 6 Stunden spielen wir jetzt schon. Genau, weil ich ja neu spielen musste. Und ich habe das in einem Rush-Modus gemacht. Genau, Leute. Die Lampe am Tor ist aus. Wahrscheinlich ist die Sicherung unten. Der Schaltplan hat sich verändert. Warum hat sich denn das Ding jetzt auf einmal geändert, Leute? Hä? Naja, egal. Auf jeden Fall ist das hier jetzt nicht mehr. Das ist zu, das ist dunkel. Gut, Leute, das heißt, wir müssen jetzt erstmal nochmal alle Dinger hier checken. Und ich würde mal sagen, nimm dir mal den Stecker da raus. So, dann gucken wir doch mal hier oben. Das so, dann haben wir hier, 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 hier. Hier, hier. Hier, hier. Und das geht hier oben rein. Und hier unten rein. Das ist Gate 1. Wir müssen jetzt nämlich beide Gates anmachen. Und dann würde ich mal sagen, stecken wir hier schon mal einen Stecker rein. So. Dann gucke ich mal das zweite Ding. Zack, zack. Zack, zack. Es geht, glaube ich. Ja, ja, das geht in den Ground. Okay. Was ist mit der dritten Linie? Das geht so, 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 so. Einmal außen rum. So, so, so. So, so.
runter. Hierhin. Das geht auch in den Ground. Okay, dann ist es das erste und das letzte, Leute. Pack mal hier den Stecker rein. Und dann mach nochmal hier diesen Schalter. Leg den nochmal oben, ja? Ein Schalter, okay. Und? Haben wir richtig geguckt? Jupp, wir haben richtig geguckt, Leute. Ein Motorengeräusch, es kam von draußen. Sehr schön, es ist wieder grün. Beide Tore sind offen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da rein, ne? Was da jetzt war. Das wird schon interessant. Gibt es hier wieder Gegner eigentlich? Hier ist wieder Gegner, Leute. Gut, dann gehen wir da noch nicht rein. Dann nehme ich den Gegner erstmal nochmal mit. So einfach ist das. Wir müssen jeden XP-Punkt hier mitnehmen. Gut, dann heißt jetzt nochmal für 5 Minuten Gegner klatschen. Ach du Kacke, Skorpione. Haben wir Flair? Haben wir leider nicht. Okay, Leute. Dann mach erstmal die Mücken da weg. So. Und den Skorpion down. Zack. So. Ah, da ist ein Beben. Oder was? Ah ne, das war das Dings. Okay. Die Skorpione im Arsch hier. Ah, da ist noch so ein Fliegeteil. Da ist noch so eine eklige Mücke, Leute. Mach schneller. Lauf. Okay. Und. Kaputt. Und los. Boah, wir haben keinen Schaden gekriegt bis jetzt. Sehr gut. Da sind noch einer. Weißt du was? Dann geh einfach hier hin und mach einmal ganz kurz hier Nekrosis einfach. Oh, scheiße. Mega Fail. Naja, gut. Hat nicht getroffen. Naja, gut. Ist aber egal, das hat nicht so viel gemacht. Sehr gut. Nächste Räume, ne? 3 Räume, ja. Ist klar, Leute. Die Spannung steigt. Ach du Kacke. Warum ist denn jetzt schon wieder alles voll von euch, hä? So. Dann macht die kaputt, los. Ach Mensch, ah ja. Mensch. Doch, mach die kaputt hier, los. Und er ist ein bisschen gelähmt. Ich hätte ein paar Blitzlichter mitnehmen sollen. Ich merke schon, ey. Ah, oh, die Biene kommt total auf dich zu. Mach Nekrosis. Oh, Gott sei Dank. Ah, das Nekrosis bringt nichts bei Skorpionen. Ne? Ist auch logisch. Gegner, die vergiften können, nicht vergiftet werden. Es ist immer so. Hä? Ist da noch einer? Da ist irgendwo noch einer. Okay. Ich finde das geil, das Geräusch, wenn die so dahin tippeln. Ist noch einer. Was ist denn hier los? Hier muss ich, glaube ich, einmal die Folge herkommen und aufräumen. Ne? Meine Güte. So. Jetzt aber. Jawohl. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, genau die MPs bekommen, die wir verbraucht haben. Sehr gut. Dann sind hier draußen noch Gegner. Ich sehe es doch da hinten. Das sind Goblins da. Auf dem Auto da oben drauf. Ach, verdammte Kacke. Die mögen Autos, kann das sein? Die stehen voll auf Autos hier, die Goblins, ey. So. Mach hier nochmal. Und schieß die kaputt. Verdammte Kacke, ey. Ich hasse die Dinger. Die springen einen an und machen total viel Schaden. Aber geht schon. So. Ja, die stehen echt auf Motoren und Metall und Auto und sowas. Lass das futsch. Naja, komm. Gut, Leute. Dann haben wir alle Gegner fast gekillt. Und ja. Wir kommen dem Mysterium immer näher mit der Tür. Hm. Aber erstmal noch hier kurz rein. Nochmal hier kurz die Gegner platt machen. So, wir haben noch 9,5 Minuten. Oh, nee. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder die hier, ey. Nicht die. Wisst ihr was? Lach mal schneller nach hier. Ne, es geht sogar so. Oder weißt du was? Mach mal hier Dings Combustion los. Und zack. Sehr gut. Sehr schön. Das war's schon. Sehr geil. Okay, Leute. 8 MP. Ja, gut.
Gut, alles klar. Leute, das waren die letzten Gegner auf unserem Weg. Habe ich jetzt wieder genug sogar schon? Ich guck mal jetzt mal gerade, wie viel jetzt die Sachen hier kosten auf Level 3. Boah, 4000, Leute, das ist schon heftig. 4000. Das günstigere kostet 3000. Holy shit. Ja, jetzt kosten die Sachen immer mehr zum Leveln. Das ist schon heftig, ja. Das ist schon krass. Aber gut, jetzt haben wir alles geklärt, ne? Jawohl. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal wieder da zurück und dann schauen wir mal, was der hinter dieser mysteriösen Tür ist, Leute. Alles klar. Ja, die Spannung steigt auch bei mir hier. Die Spannung steigt, Leute. So. Tor 1 haben wir aufgemacht und dahin ist das Tor 2, was wir auch eben aufgemacht haben. So, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, aus der Spalte dringt Licht. Ja, achso, wir müssen ja hier noch Tor 2 Schalter, genau, einschalten. Schloss entriegelt. Das war also zugeschlossen, okay. Aha, das ist also eine Maschine. Was ist das für ein Ort? Karte? Westmine. Secret Passage. Krass. Sind wir jetzt auf einmal hier in so einem... Okay, das ist mysteriös, Leute. Das ist mysteriös. Ach, stimmt. Stimmt, Leute, hier gab es diesen Zwischenboss nochmal. Den wir da auch in Dryfield schon gesehen haben. Okay, dann mach schnell hier Dings. Antibody! Der macht jetzt nämlich mehr Schaden. Dann hol dir mal von der Decke runter, los. Hol dir mal von der Decke runter und wechsel mal bitte deine Waffe. Zum Granatenwerfer einfach und... Und... So, genau. Ah, das ruckelt hier ein bisschen. Keine Ahnung warum, aber... Und nochmal eine. So, los. Ich habe gar keinen Energy Shot, ne? Moment mal. Mach mal hier den Energy Shot. Wo ist er denn? Energy Shot, komm. Energy Shot. Wo bist du? Da bist du. Komm, mach schnell Energy Shot. Okay. Und hol ihn runter. Los. Du sollst ihn da runterholen. Mach mal Nekrosis hier, komm. Mach mal Nekrosis. Verdammt nochmal. Der macht übelst viel Schaden, Leute. So, aber Nekrosis... Och, du Kacke. Oh nein, Gott. Hör auf. Hör auf, Junge. Oh Gott, ich muss mich erstmal heilen. Ist das krass hier. Und die Musik, die ist irgendwie... Ich muss mich schnell von dem Status befreien. Oh, Gott sei Dank. Okay, ah ja. Die Mucke hier ist irgendwie komisch. Naja. Egal. Lauf doch weg. Mach den doch kaputt. So, alles klar. Wow. Boah, da haben wir wieder einen Zwischenboss gehabt hier. Einfach mal so vor die Nase geklatscht bekommen, okay. Oh, eine Zusatztasche und spezielle 9mm Patronen. Was hat's denn damit auf sich, Leute? Schauen wir doch mal. Hier, 9mm. Spartan. Mhm. Zerstreuen zahlreiche Stahlkugeln. Ah, die sind stärker, ne? Schau mal, die haben 20 Power. Die Hydra haben 15 Power und die anderen, die haben 10 Power. Das heißt, sie machen genau doppelt so viel Schaden wie die normale Muni. Boah, zum Glück haben wir die Granaten geholt, ey. Wirklich, ohne Granatenwerfer... Ah ja, stimmt, hier haben wir auch noch Kyles Waffe, ne? Ich wollte gerade sagen, ohne Granaten sind die Gegner hier echt heftig. Also das war schon echt krass. Stimmt, wir haben ja hier noch seine 9mm Pistole mit einem Schalldämpfer und Blitzlicht. Leute. P229. Genau, die macht aber nur Einzelschuss und kann nur ein Blitzlicht zünden. Die Waffe ist nix, Leute. Die Waffe ist nix. Aber ich gehe jetzt auch nicht nochmal ins Auto zurück und leg die ab. Hätte ich eben machen können, ne? So, wisst ihr was, Leute? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir mal jetzt die Waffe wechseln. Wir haben 200 Hydra-Munition. Wir wechseln mal die Waffe, Leute, weil wir die Backshots, die haben, die sind fast leer. Und ja, die werde ich noch so als Resterampe benutzen.
Und ja, pack die, die ist schon drin. Okay, sehr gut. Zusatztasche können wir noch benutzen. Stimmt, Leute. Hat nun mehr Taschen. Ich glaube, wir haben jetzt die Maximalanzahl, ne? 10 Attachments. Sehr, sehr geil. Alles klar, Leute. Wir haben keine MPs mehr, sehe ich gerade. Ich weiß, dass wir MPs brauchen werden. Also schluck mal ein MP-Wassereier. So, dann sortiere das nochmal bitte. Dann haben wir noch 2 Plätze frei. Sehr gut. Aber wir sind hier in irgendeinem mysteriösen Gang, Leute. Schaut mal, die neue Waffe. Die ist schon echt, die ist schwer, ja, aber die ist auch gut. Also, ja, wir sind hier in irgendeinem mysteriösen Gang. So. DC-17. Aha. Okay, Leute. Oh. Hier ist auf jeden Fall irgendwas aktiv. Irgendwas technologisch hier aktiv. Kannst du da irgendwas machen? Nein. Was hast du denn hier? Ah ja. Also auf jeden Fall irgendwas Militärisches. So sieht das aus. So. Dieser Schacht führt bis ganz nach unten. Ein feuchter Wind weht von unten. Okay. Unten kreuzen sich unzählige Rohre wie ein Spinnennetz. Okay. Ein riesiger Komplex. Wow, okay. Ein riesiger Komplex. Ich rieche langsam ein bisschen Angst, Leute. Irgendwie. Das ist so ein Aufzug hier, ne? Irgendwie. Wir dringen hier gerade in ein Forschungslabor ein, Leute. Richtig krass. So, was haben wir denn hier? Das Panel für den Lift. Ja, dann fahr einfach mal nach unten. Ah ja. Wow. Wo sind wir denn hier? B1 Shelter. Leute, wir sind im Bunker. Wir sind in dem mysteriösen Bunker angekommen, wo das Monsternest sein soll. Ach du Scheiße, Leute. Ich hab hier echt Respekt. Boah. Das ist schon echt krass hier. E49. Kannst du da rein? Abgesperrt. Ich glaube, ich will da auch gar nicht. Ich fliege gar nicht weiter, Leute, aber ich muss irgendwie, ne? Die Musik hier auch wieder richtig gut, ey. Richtig schön futuristisch. Okay. Nicht, dass jetzt hier irgendwas angesprungen kommt, ey. Ich habe so Schiss, dass er irgendwie ein bisschen an Resident Evil. Oh, ohne Scheiß, Leute. Was ist das? Eine Bank. Eine stinknormale Bank. Ein Aschenbecher für die Raucher. Okay. Die Raucherecke. Wie aufregend. Ey, trotz dass wir jetzt hier in so einen mega geheimen Komplex eindringen, hat die Eier noch so den... Ja, den Mumm, sich hier lustig zu machen. Naja, gut. Ein Aufzug. Er geht nicht. Gut, Leute, wisst ihr was? In Anbetracht dessen, dass die Uhr jetzt gleich wieder läutet. Ich weiß, dass die Tür offen ist. Wie es hier weitergeht, Leute. Netter Cliffhanger, ich wieder, ich weiß. Würde ich sagen, sehen wir das nächste Mal. Ja, wir sind endlich im Bunker angekommen, Freunde. Sau, sau krass. Und hier soll's abgehen, habe ich vom Kai gehört. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Gut, Leute, dann würde ich sagen, klingelt meine Uhr jetzt wieder. Genau so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann geht es beim nächsten Mal sehr spannend weiter. Ne? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.